Der Kampf in der Welt ist nicht zwischen Gut und Böse. Es ist nur der Glaube des einen gegen den Glauben des anderen. Ist es nicht so? Jetzt glauben so viele Menschen meine Geschichte. So viele Menschen glauben die Geschichte von jemand anderem. Kann man diese Leute nach einiger Zeit von Kämpfen abhalten? Anfangs werden sie sagen, Pai Pai. Am Anfang sagen sie, wir sind alle Brüder, wir sind zusammen, dies, das. Aber morgen, wenn diese Leute darauf bestehen, unsere Geschichte ist richtig, und diese Leute auch darauf bestehen, unsere Geschichte ist die wahre Realität, kann man sie dann von Kämpfen abhalten? Auf jeden Fall werden sie kämpfen. Bitte verstehe, der ganze Kampf in der Welt ist nur der Glaube eines Menschen gegen den Glauben eines anderen Menschen. Einfach, weil sie Dinge glauben, die sie nicht wissen. Warum bist du nicht aufrichtig genug, um einfach zu sehen, dass du nicht weißt? Wenn du siehst, ich weiß nicht, was wirst du tun? Du wirst suchen. Denn niemand kann zu lange mit einem Ich weiß es nicht leben. Du glaubst also einfach etwas, das dir jemand erzählt hat. Es beschwichtigt dich. Es lässt dich einschlafen. Aber es bringt dich nicht, es bringt dich der Realität als solche keinen Schritt näher, nicht wahr? Es lässt dich nur eine weitere Geschichte glauben. Nun, diese Geschichten, sehr unterhaltsam, kulturell reichhaltig. Aber wenn du nach Erleuchtung suchst, wenn du nach Befreiung suchst, wenn du danach suchst, über deine Begrenzungen hinauszugehen, sie sind nicht von Bedeutung. Wenn du nur nach Farbe suchst, wenn du nur danach suchst, wie du dein Leben dekorieren kannst, dann ist Kultur nützlich. Lasst uns also die Kultur nicht zerstören. Lasst uns die Kultur genießen. Aber richte dich nicht nach den Geschichten. Glaube oder bezweifle nicht die Geschichte. Genieß sie einfach, nicht wahr? Wenn es also um die Schöpfung geht, anstatt zu fragen, warum, wenn du siehst, jetzt gerade bist du ein Teil der Schöpfung, und wie du sagtest, bist du verstrickt und steckst fest und ertrinkst in der Schöpfung, wie du sagst. Nicht jeder wird ertrinken, aber ziemlich viele Menschen haben zumindest das Gefühl, dass sie ertrinken, zumindest wenn Dinge schieflaufen. Wenn Dinge nicht so laufen, wie sie möchten, dass sie laufen, haben sie das Gefühl zu ertrinken, ist das nicht so? In diesem Moment bist du also in gewisser Weise verstrickt. Wenn du mich jetzt fragst, wie kann man darüber hinausgehen, anstatt zu fragen, warum Schöpfung? Wenn du fragst, wie kann man die Schöpfung transzendieren? Jetzt habe ich einen Weg, ich habe eine Methode, ich habe einen klaren Pfad, wie man darüber hinausgehen kann. Aber wenn du mich fragst, warum, kann ich dir nur eine Geschichte erzählen. Selbst wenn die Geschichte wahr ist, trotzdem, in deiner Erfahrung, ist es nur eine Geschichte, nicht wahr? Ja. Selbst wenn die Geschichte, die ich erzähle, tatsächlich wahr ist, ist sie, was deine Erfahrung angeht, nur eine weitere Geschichte. Wenn es deinem Verstand anspricht, wirst du es glauben. Wenn es deinem Verstand nicht anspricht, wirst du es nicht glauben. Geschichten werden Menschen also nicht transformieren. Du glaubst, Gott ist ein Dämon und der Dämon ist ein Gott? Es macht keinen Unterschied, denn letzten Endes ist es nur ein Glaube.